und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Kurier Sport Talk. Ja, ich freue mich sehr, dass Olympiasieger Valentin Pontus heute bei uns zu Gast ist. Hallo und danke fürs Kommen. Ja, schönen guten Tag. Ja, wir haben im Sommer mal miteinander geredet und da hast du gesagt, ich habe eigentlich schon alles erreicht, was ich heuer erreichen wollte und jetzt kann ich eigentlich so quasi ein bisschen befreit auffahren. Und dann ist die Olympia gekommen und du hast in Marseille tatsächlich die Goldmedaille gewonnen. Am Anfang hast du gesagt, es ist noch nicht ganz angekommen. Ist es jetzt angekommen? Ja, mittlerweile ist es definitiv mehr angekommen. Es gibt immer noch Momente, wo es mir ja, wieder in den Kopf kommt und ich mit Gänsehaut sogar zu Hause sitze und mir denke, es ist unglaublich. Aber ja, es ist definitiv mehr angekommen und es ist wunderschön. Ja. Wie du richtig gesagt hast, wir waren da eben vor den Spielen schon recht zufrieden mit der Saison, mit dem dritten Platz bei der WM. Und dann das Ganze noch bei den Spielen zu toppen, war ja unglaublich. Mhm. Wie haben da auch deine Kollegen reagiert? Weil die kennen dich ja alle, es ist ja eine Szene, die teilweise auch gut befreundet ist. Wie wurdest du da gefeiert? Oder? Ja, war krass auf jeden Fall. Ich glaube, viele sind dann zu mir gekommen und haben gesagt, sie sind mega froh für mich. Ich verstehe mich eigentlich mit allen echt gut. Und alle waren extrem froh, dass ich das schaffen habe können und auch erzielt habe, dieses Ziel. Und ich glaube, für viele war es klar, dass ich kein Außenseiter bin, weil einfach viele Events davor auch schon recht gut gelaufen sind. Aber dass ich dann wirklich die Goldmedaille hole und das dem jungen Singapur-Kiter wegnehme, der eigentlich der Top-Favorit war, das war schon... Der Dritte geworden ist im Endeffekt. Genau, der ist Dritte geworden im Endeffekt. Das war schon recht cool. Du hast gesagt, die Leute in der Szene haben schon gewusst, dass du das drauf hast, aber viele, die jetzt mit Kitesurfen und vor allem Formula Kite, ist ja eine neue olympische Disziplin, nichts zu tun haben, für die war der Name und auch der ganze Sport irgendwie neu. Merkst du da jetzt auch in deinem Privatleben vielleicht oder irgendwie Freunde der Eltern oder irgendwie so, dass die jetzt auf dich zukommen und sagen, hey, du hast einen neuen Sport uns bekannt gemacht oder so in die Richtung? Ja, gar nicht jetzt unbedingt in meinem Freundeskreis, ich glaube, da war schon viel mehr da, aber ich generell mit der ganzen Social-Media-Situation und Mediensituation, einfach, dass mehr Präsenz jetzt ist und mehr Aufmerksamkeit auf mich auch, bin ich extrem stolz, dass ich da diesem Sport ein bisschen den Weg geben kann in die Zukunft und dass ich da das Ganze den Leuten ein bisschen näher bringen kann. Und das ist definitiv jetzt vor allem in der letzten Zeit extrem passiert, weil einfach auch viele Fernsehsendungen und Fernsehsachen waren, wo ich präsent war. Und das ist schon mega cool, ja, also den Leuten einfach zu zeigen, dass es diesen Sport gibt, dass das einfach wahrscheinlich auch für die junge Generation vielleicht in Frage kommen würde. Und das, das ist einfach sehr, sehr cool für mich. Mhm. Du hast jetzt selber gesagt, viele Medientermine, unter anderem dieser hier. Wie hat sich dein Leben verändert jetzt seit diesem Sieg? Ja, Gott sei Dank privat nicht so extrem. Also ich bin jetzt nicht wie ein Filmstar, der überall plötzlich vom Paparazzi umzingelt wird. Das ist Gott sei Dank nicht so. Klar, viel Präsenz, viel Aufmerksamkeit und Mediensachen, die halt jetzt abgearbeitet werden müssen. Aber das macht ja im Endeffekt Spaß. Klar sind Tage dabei, wo es viel ist und einem dann ein bisschen zu viel wird teilweise. Aber im Nachhinein betrachtet ist es mega cool und ich bin froh, dass ich diesen Sport als meinen Job machen kann und dass ich da jetzt auch die Aufmerksamkeit bekomme, die mir irgendwo auch zusteht, weil einfach dieser Erfolg sehr, sehr viel Arbeit dahinter gesteckt ist. Ich wollte gerade sagen, also du, genau. Das ist dein Job, du hast nicht irgendwie daneben noch irgendwas anderes, genau. Du arbeitest Vollzeit in diesem Job, auch wenn es cool ist an vielen Tagen. Cool. Aber jetzt diese Aufmerksamkeit ist ja auch eine gewisse Währung in deinem Job. Also das bedeutet, Menschen kennen dich, Firmen kennen dich dann, deinen Namen, können vielleicht mit dir Werbung machen. Vielleicht kannst du kurz skizzieren, was es für einen Sportler bedeutet, bekannt zu sein. Ja, ich glaube, vor allem in einem Land wie Österreich, wo es einfach ein kleines Land ist, ist es, wenn man so ein Ziel erreicht und so einen Erfolg feiern kann, um einiges größer wie jetzt zum Beispiel in Amerika. Ja, da gibt es viel mehr Leute, die einfach eine Goldmedaille haben. Und für Österreich ist es einfach schon so, dass sich jetzt mehr Möglichkeiten mir ergeben und mehr Situationen mir ergeben, wo ich einfach auch finanziell mein ganzes Leben besser oder anders gestalten kann oder einfach auch mehr verdienen kann. Und auch in den Medien einfach eine Präsenz bekommt, die ich für die Zukunft mitnehme. Und das ist jetzt ganz, ganz wichtig, das ordentlich und richtig zu machen und sich auch die richtigen Leute, richtigen Berater unter Anführungszeichen an die Seite zu nehmen, damit da nichts verschwimmt. Es gibt jetzt viele Leute, die mir sagen, sie erzählen mir die,
wie das alles laufen wird und erklären mir die Welt. Aber es ist halt einfach sehr, sehr schwierig da, vor allem als Sportler, der das am Anfang gar nicht hatte. Also ich habe keinen Plan gehabt, was hier passieren wird. Und jetzt 100%, das ist sehr, sehr schwierig und auch oft ein bisschen eine Belastung. Aber ich glaube, ich gehe ganz gut damit um und versuche das meiste rauszuholen. Mhm. Du hast jetzt auch darauf irgendwie Bezug genommen, dass das in Österreich passiert. Du hast einmal in einem Interview gesagt, dass Österreich ja nicht unbedingt für die Leute als Surf- oder Kite-Nation bekannt ist und dass dich auch Leute manchmal ein bisschen aufziehen aus der Kite-Szene, dass sie sagen, ihr sollst nicht Skifahren oder so. Immerhin hast du einen Skianzug angehabt. aber wie erklärst du dir das? Also, du hast Gold gewonnen in Marseille, die Segler Wadlau Meer haben Gold gewonnen. Ist irgendwie vielleicht doch Segelnation Österreich oder was, ja, was ist da also los? Es ist ja Segeln im Generellen die erfolgreichste Sportart, Sommersportart in Österreich. Mhm. Bei den Olympischen Spielen. Ich glaube auch in der Vergangenheit 2000 waren zwei Goldmedaillen auch mit Tornado, mit Windsurfen. Mhm. Und es gab einfach etliche Situationen, wo Medaillen gewonnen wurden. Und ich glaube, was Österreich einfach sehr, sehr gut macht, ist das Ganze rundherum. Die harte Arbeit, die dahinter steckt, die kann Österreich oder können die österreichischen Athleten einfach bieten. Mhm. Und die braucht es einfach auch. Und die Unterstützung vom LAN und speziell vom Segelverband ist einfach so super und so auf einem hohen Level, dass man da einfach als Athlet dann abliefern kann. Und ich glaube, das ist ein Punkt, den Österreich sicher am besten macht, vor allem bei den Seglern. Und man sieht dann auch die Resultate daraus. Ja. Mhm. Du hast auch angesprochen, jetzt eben mehrmals schon die harte Arbeit, die dahinter ist. Also es heißt jetzt oft irgendwie Valentin Pontus, der ist jetzt aus dem Nichts gekommen. Und du hast selber gesagt, das Projekt Olympia hat eigentlich 2021 begonnen für dich. Und du bist ja auch noch nicht so lange bei Formula Kite, so wie wahrscheinlich viele andere, die diese neue Sportart machen. Wie geht's dir damit, wenn dann die Leute sagen, der kommt aus dem Nichts, ja? Wenn du weißt, wie viel harte Arbeit da eigentlich dahinter steht? Ja, es ist manchmal schon frustrierend, ein bisschen zu sehen, dass teilweise Außenstehende nicht verstehen, wie viel Arbeit da wirklich dahinter steckt. Das ist einfach vor allem in einer Segelkampagne, das Planen, das Reisen. Man muss immer mit dem Auto eigentlich fahren und das Motorboot vom Trainer mitziehen. Also es sind wirklich logistische Challenges, die man hier immer bewältigen muss und obendrauf dann noch viel weg ist, trainiert dauernd und einfach wirklich, wirklich viel Arbeit hineinsteckt, die natürlich von außen schwer zu erkennen ist und nicht sichtbar ist. Ich nehme das jetzt niemandem böse, natürlich, weil wenn man es nicht weiß, dann kann man es auch nicht so gut verstehen. Ja. Aber es ist natürlich schon so, dass diese letzten 3 Jahre sehr aufwendig waren und ich wirklich alles reingesteckt habe, was ich habe, damit ich eben oben an das Top-Level komme. Und dann eine WM-Bronze und eine Olympia-Goldmedaille zu erreichen, das kommt nicht von nirgendwo und das ist auch einfach nicht eine Eintagsfliege, wie man so schön sagt. Das ist schon viel Arbeit und die richtige Arbeit, Gott sei Dank, und deshalb bin ich sehr stolz drauf. Ja. Und weil du gesagt hast, Projekt 2024 hat damals begonnen, 2021, hat jetzt das Projekt 2028 schon begonnen? Genau, also jetzt, wir hatten schon Meetings auch im Segelverband bezüglich der nächsten Kampagne und jetzt ist schon noch ein bisschen ruhigere Zeit, aber im November werden wir wieder anfangen mit Training und dieses Jahr noch ein bisschen lockerer nehmen, aber ab Anfang nächsten Jahres eigentlich wieder ziemlich, ziemlich voll reinstarten, einfach weil sonst kommt man nicht hinterher. Die Jungen, die jetzt nicht bei den Spielen waren, die keine Pause machen, die machen jetzt einen ziemlichen Schub. Ja. Und man muss einfach nahe Zukunft wieder anfangen, um das Level zu halten, um einfach wieder mitzukommen, das neue Material, das jetzt kommt, wieder rauszutesten. Also da gibt es jetzt viele Sachen, die man machen muss. Und ich bin auch motiviert, das zu machen. Und, du willst wieder, ich will zu wieder, Olympia. Wieder zur Olympia 2028. Ja. Und schauen, dass man dann wieder was gewinnt. Ja. du hast selber nach diesem Sieg auch so ein bisschen Witze über deinen Körper und deine Statur gemacht. Und das kommt jetzt immer wieder vor in Interviews, auch in diesem. Ja. Wie geht's dir damit? Denkst du dir da manchmal, ich hätte das gar nicht aufbringen sollen? Oder? Ja, na klar, es gibt immer wieder Situationen, wo es halt dann von Medien, wie soll ich sagen, nicht so nett interpretiert wird oder nicht so lustig, weil ich nehme es halt einfach lustig. Ich bin zufrieden mit meinem Körper, ich schäme mich jetzt nicht, dass ich ein bisschen fester bin als manche andere. Und
wenn sich manche andere daran irgendwie ja, ihre Stories machen wollen und ein bisschen beleidigend teilweise werden, dann sollen sie das machen. Ich stehe da recht drüber. Also es nervt dich noch nicht? Nein, nervt mich eigentlich nicht. Und ich glaube, ich habe da gutes Selbstbewusstsein, dass ich da oben dabei bleibe. Mhm. Und überhaupt, also du wirkst irgendwie immer so unbeschwert und immer irgendwie einen lockeren Spruch auf den Lippen. Dann hast du erzählt, dass du Party machen wirst nach der Medaille, was ja irgendwie für viele selbstverständlich ist, aber niemand spricht das so aus. Sind alle so in der Kite-Welt? Also in der normalen Kite-Welt, von der ich ja eigentlich komme. Aus dem Freestyle? Genau, aus dem Freestyle. Da ist es schon noch mehr so, dass man einfach ja, am Strand sitzt, gute Zeit hat und so eine Party macht. Jetzt in dem Race-Format und in den olympischen Sport ist es nicht mehr so. Am Anfang war es schon noch so, da habe ich auch versucht, das mitzunehmen, aber irgendwann geht es dann einfach nicht mehr. Wenn man dann irgendwann an so einem hohen Level angelangt ist und das so professionell macht, dann kann man nicht gleichzeitig Party machen oder wie auch immer. Ja. Und deshalb bin ich aber auch gar nicht traurig drüber. Also ich muss sagen, ich bin froh, dass es sich jetzt in eine andere Richtung entwickelt und da halt einfach auch mehr Professionalität dahinter steckt und das mehr wirklich wie ein Job ist. Mhm. Das ist halt einfach jetzt, vor allem, weil es immer mehr zu einem Segelsport wird, nicht mehr so extrem, dass man so viel Party macht. Ich würde sagen, die Kite ist schon noch mehr als meine andere Segelklassen, das ist klar, aber nicht mehr jeden Tag. Ja. Es gibt ja dieses Video vom 13-jährigen Valentin, das jetzt auch immer wieder aufgetaucht ist. Wo du erzählst, dass du mit dem Boot gefahren bist und dich übergeben musstest, weil es irgendwie so arger Wellengang war. Ja. Was tauchen denn noch für Videos auf in Zukunft von Valentin Pontus? In Zukunft muss man schauen. Also ich bin gerade mit einem sehr guten Freund von mir an einer Doku quasi über diese Spiele. Versuchen wir noch ein bisschen im Nachhinein jetzt Filmmaterial zu bekommen und ein bisschen was zusammenzubauen, dass man da was Cooles hat. Und sonst gibt es von der Vergangenheit noch ein paar Freestyle-Videos von mir auf YouTube und ich glaube noch einen Blog, wo ich was anderes erzähle. Aber nicht irgendwelche Videos, die dann vielleicht nicht auftauchen sollen? Nein, auf keinen Fall. Also ich glaube, es gibt ein paar Videos jetzt vom Österreichhaus vom Feiern, aber die sind, glaube ich, ganz gut. Und das kann man auch einmal zeigen, dass man klar einmal auch einmal einen Putz hat und ordentlich die Hütte abreißt. Aber sonst gibt es keine Videos, worüber ich mir Sorgen mache. Ja, gut. Und wieder zurück zum professionellen Leben. Also du hast schon gesagt, nächstes Ziel Olympia 2028 und da bist du schon mittendrin quasi am Arbeiten. Was sind sonst Ziele von dir? Ja, also klar, die nächsten 4 Jahre bieten sich gut an, jetzt auch einen guten Weg natürlich zu legen für 28 und da die größte Chance auf eine Medaille wieder hochzuhalten. Aber die 4 Jahre bieten sich auch an, bei vielen anderen Events gut abzuschneiden, Europameister bzw. Weltmeister zu werden. Also das sind sportliche Ziele, die ich auf jeden Fall angehen will und auch werde. Und ansonsten im privaten Leben einfach schauen, dass ich jetzt nicht zu sehr in dieses Medientechnische und in diese Sachen einfach zu sehr verfallen und wirklich auch mir meine Zeit nehmen, privat mit meiner Freundin, mit meiner Familie noch verbringen und dann nicht irgendwie untergehe, weil das ist, glaube ich, dann schade. Und das ist auf jeden Fall eines meiner größten Ziele. Ja. Mhm. Du hast deine Medaille mitgebracht. Wo hat die zu Hause ihren Platz? Noch gar keinen, weil ich muss zu den ganzen Medien sagen, habe ich sie immer mit. Also sie weicht gerade nicht von meiner Seite. Mhm. Aber ich denke mal, zu Hause wird es dann eine Box geben oder ich werde es einrahmen. Ich bin mir noch nicht genau sicher, aber irgendwas wird es auf jeden Fall geben. Vielleicht kannst du sie noch kurz in die Kamera halten. Super. Dann sage ich danke für den Besuch im Studio. Alles Gute für die weiteren, für die weiteren Wege und für die weiteren Ziele. Und bei euch sage ich danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim Sporttalk. Baba!